Wir stehen während der Berlinale vom Zoopalast im Hintergrund mit Jinjian Azadi. Und es ist für mich unfassbar wichtig, dieses Zeichen zu sehen. Denn für Jinjian Azadi, für Zindagi Azadi werden gerade Menschen im Iran getötet. Da gehen gerade Menschen seit mehr als 150 Tagen auf die Straße, rufen Jinjian Azadi, rufen Zindagi Azadi und bekommen als Antwort die Kugeln des Regimes. Für Hawar ist klar, der Schmerz ist international. Wir müssen an die Menschen in der Ukraine denken. Wir dürfen aber auch Afghanistan nicht vergessen. Wir müssen an die Erdbebenkatastrophe erinnern. Und wir müssen an die Menschen in Syrien erinnern, denen keine Hilfe zuteil wird. Wir müssen an das kurdische Volk erinnern, was an der türkisch-syrischen Grenze gerade zu Tode kommt. Und die Menschenrechts- und Frauenrechtssituation im Iran habt ihr alle mitbekommen in den letzten Monaten. Und sie ist dem Mut der Menschen zu verdanken, die dafür ihr Leben geopfert haben. Männer sind hingerichtet worden. Männer sind hingerichtet worden für Jinjian Azadi. Und wir sind verantwortlich für das, was wir sehen. Auch dafür steht das Faunauge. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir hier so ein Zeichen setzen. Und deswegen möchte ich euch auch noch mal bitten, setzt weiterhin Zeichen. Ich weiß, nach 5 Monaten und mit so vielen Krisen auf der Welt wird man müde, aber es ist wichtig, dass wir weitermachen für Tumaj, für Sormon, für all die Gefangenen, die gerade in den Gefängnissen leiden und gefoltert werden und denen die Todesstrafe droht.